Was hältst du von der Wohnraumsituation in Darmstadt? Ja, die ist ziemlich angespannt. Also ich habe mich bei mehreren Wohnheimen hier beworben und immer auf der Warteliste. Und dann hieß es, sie müssen Jahre warten. Und dann habe ich mir dann kurzerhand eine eigene Bleibe privat gesucht. Aber die ist bruchbodenmäßig und die, ja, das ist ziemlich teuer, also so eine Miete, ja. Und jetzt stehen ja die Kommunalwahlen an. Gehst du wählen und hast du auch die Hoffnung, dass sich was verbessert an der Wohnraumsituation, dass es auf der Agenda der Politiker steht? Ja, natürlich gehe ich wählen und ich hoffe auch, dass da was steht. Aber ich weiß nicht, inwieweit die sich dafür interessieren, ob es den Studenten hier gut geht, so unterbringungsmäßig. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich gehe wählen und erreiche doch nichts. Was hältst du von der Wohnraumsituation für Studenten hier in Darmstadt? Die ist recht angespannt. Es gibt nicht sehr viel Wohnraum. Hauptsächlich WGs, aber da muss man auch immer Glück haben, reinzukommen. Und Studentenwohnheime sind halt auch beschränkte Plätze. Jetzt im Rahmen der anstehenden Kommunalwahlen kann man da auch Verbesserungen hoffen? Er hängt davon ab, ob die Politik die geplante Wohnraumverbesserung durchsetzen kann mit der Nutzung von ehemaligen Kasernengeländen und anderen Sachen. Denke, dass es ziemlich schwer ist, eine Wohnung, gerade eine WG zu finden, da sehr viele Leute auf der Suche sind. Ja. So, wenn man da zum Termin kommt, sind mindestens 20 Mitbewerber da und das macht die Sache sehr schwer. Und preistechnisch, wie sieht es da in Darmstadt aus? Wäre für mich zu stemmen, preistechnisch ist es eher so, dass es zu wenig Angebote an Wohnfläche gibt. Und im Rahmen der anstehenden Kommunalwahlen erhoffst du dir da was von? Ja, wenn es da Möglichkeiten gibt, mehr Wohnfläche zu schaffen, wäre das schon gut. Es sollte halt trotzdem citynah sein.